Hallo liebe Fußballfreunde, willkommen auf Fußball for Fans. Ja, am Freitag fängt endlich die zweite Bundesliga an, der erste Spieltag. Dazu meine Prognose, meine Tipps und Vorschau zu allen Spielen. Ja, schauen wir uns mal die Spieltage an, also den Spieltag ab Freitag. Ja, Köln gegen Hamburg gleich am Freitag, was für ein super Spiel. Dann Hannover gegen Jan Regensburg, den Aufsteiger, Magdeburg gegen Elversberg, Hertha gegen Paderborn, Karlsruhe gegen Nürnberg und Schalke gegen Eintracht, Braunschweig, Fürth gegen Preußen Münster auch, der Aufsteiger, dann Darmstadt gegen Fortuna Düsseldorf und Ulm, der Aufsteiger, zu Hause gegen den ersten FC Kaiserslautern. Also schon sehr, sehr interessante Spiele in der zweiten Liga gleich am ersten Spieltag. Ja, meine Tipps, Prognose und Vorschau. Schreib deine Tipps für den ersten Spieltag natürlich in die Kommentare. Dann fangen wir auch gleich an mit dem ersten Spiel am Freitag. Der erste FC Köln zu Hause gegen den HSV. Ja, Köln in der letzten Saison 17. in der ersten Bundesliga mit 27 Punkten. Köln hatte schon insgesamt 6 Punkte Rückstand zum Relegationsplatz zu den VfL Bochum, daher jetzt leider der Abstieg in die zweite Liga für die Kölner, aber Köln will wahrscheinlich alles dafür geben, um gleich in dieser Saison gleich wieder aufzusteigen. Aber das will natürlich auch der HSV. Letzte Saison 4. mit 58 Punkten, man hatte 5 Punkte quasi nur Rückstand auf den 3., auf den Relegationsplatz zu Fortuna Düsseldorf. Daher will auch jetzt der HSV, denke ich mal, unbedingt alles dafür tun, um dieses Jahr dann auf, beziehungsweise nächstes Jahr aufzusteigen in die erste Liga. Ja, schauen wir uns mal an den Kaderwert, den aktuellen beider Teams. Ja, Kaderwert beim 1. FC Köln 69 Millionen, beziehungsweise 69,70 Millionen Euro. Das heißt, der teuerste, der wertvollste Kader in der aktuellen zweiten Bundesliga. Der HSV-Kader 37,95 Millionen Euro auf den 3. Platz, der Kaderwert vom HSV. Ja, dann schauen wir uns mal weiter an. Ja, Köln musste jetzt, hat 2 Spiele abgegeben, sagen wir es mal so, einmal Chabot zum VfB Stuttgart und Selke zum HSV. Bin ich mal gespannt, gleich beim ersten Spieltag, Selke trifft auf seinen Ex-Verein, den 1. FC Köln. Ja, und der HSV selber auch muss auf mit dem wichtigsten Spieler oder den erfolgreichsten Spieler aus der letzten Zweitligasaison verzichten. Laszlo Benisch ging ja jetzt zu Union Berlin in die Bundesliga. Ja, schauen wir uns mal die Gesamtbilanz beider Teams an. Ja, letzten 10 Spiele. Da hat Köln insgesamt 3-mal gewinnen können. HSV 5 Siege und es gab 2 Unentschieden. Ja, das letzte Spiel muss man sagen, 2022 im DFB-Pokal Achtelfinale. Das haben die Hamburger 5-4 nach dem Elfmeterschießen gewonnen. Aber so gesehen, ja, was heißt ausgeglichene Bilanz? Aber es sind nur Statistiken. Wenn das Spiel kommt, ist alles weg von den Statistiken. So, dann schauen wir uns mal weiter. Was haben wir noch? Ja, die Testspiele. Ja, die Kölner schon ganz erfolgreich in den letzten Testspielen, gerade auch das letzte Testspiel 3-2 gewonnen gegen Udinese Calcio aus Italien oder gegen Swansea City. Gegen Viktoria Köln Derby quasi gab es ein Unentschieden, aber eigentlich die Vorbereitungsspiele von 1. FC Köln ganz erfolgreich. Also da kann man ganz schon entspannt in Ruhe in das erste Ligaspiel am Freitag gegen den HSV gehen. Der HSV selber jetzt zum Schluss das 0-0 gegen Limassol aus Griechenland, glaube ich, war jetzt nicht ganz überragend. Man darf aber auch nicht vergessen, klar, die Vorbereitung kostet viel Kraft und Energie. Da kann auch mal so ein Unentschieden von 0-0 dabei rauskommen. Sonst hatte eigentlich gegen FC Nord konnte man 4-2 gewinnen, schon ein sehr gutes Ergebnis oder halt auch auswärts bei VfB Lübeck mit 5-2 gewonnen. Also auch der HSV schon ganz gut gerüstet für den ersten Spieltag in der zweiten Liga. Ja, liebe Fußballfreunde, dann kommen wir auch gleich zu meinem ersten Tipp für 1. FC Köln gegen den HSV. Ich tippe hier auf ein 1-1 Unentschieden. Und wie gesagt, schreib deine Tipps gerne und natürlich in die Kommentare. So, dann geht's auch gleich weiter. Kommen wir zum nächsten Spiel. Da haben wir den KSC gegen den 1. FC Nürnberg am Samstag um 13 Uhr im Wildparkstadion. Ja, der KSC hat aktuell einen Kaderwert von 14,6 Millionen Euro, liegt damit in der zweiten Liga vom Kaderwert her auf den 13. Platz. Der 1. FC Nürnberg auf Platz 6 mit 26,7 Millionen Euro aktuell an Kaderwert.
Ja, der KSC letztes Jahr schon eine super Saison, muss man sagen, auf Platz 5 mit 55 Punkten. Man hatte Rückstand, sage ich mal, 8 Punkte nur auf den Relegationsplatz. Da in Karlsruhe, denke ich mal, so im Hinterkopf zumindest versucht der KSC alles dafür zu tun, vielleicht den Relegationsplatz oder mehr jetzt in der neuen Zweitligasaison zu schaffen. Bin ich mal gespannt. Ja, und Nürnberg selber schon enttäuschend, muss man sagen. 12. Platz mit 40 Punkten. Bis zu Platz 16 waren es im Endeffekt 8 Punkte Vorsprung, die man dann quasi noch hatte. Da war schon ein bisschen Abstiegsangst letztes Jahr beim 1. FC Nürnberg. Und das will man natürlich dieses Jahr ändern. Und daher hat man auch dann Miroslav Klose als neuen Trainer in Nürnberg verpflichtet. Ja, der ehemalige Nationalstürmer will natürlich alles dafür geben, vielleicht auch für die Offensive, dass Nürnberg vielleicht oben vielleicht etwas mitspielen kann. Klar, das muss man natürlich dann im Laufe der Zweitligasaison erstmal noch abwarten. Ja, schauen wir uns auch mal hier die letzten 10 Spieltage an. KSC 4 Siege, Nürnberg 3 Siege und es gab insgesamt, kann man jetzt gar nicht so sehen, 1, 2, 3 Unentschieden beider Teams gegeneinander. Ja, das letzte Spiel dieses Jahr noch in der Rückrunde ein 1-0 Auswärtssieg für den KSC. Daher bin ich mal gespannt, wie das Spiel jetzt am Samstag endet. Ja, dann schauen wir mal auch auf die Testspiele beider Teams. Ja, auch hier der KSC, letztes Spiel 4-1 gewonnen gegen Racing Straßburg oder auch 2-0 gegen 1860 München und auch gegen TSG Hoffenheim, Erstligaverein 4-1, also eine sehr, sehr starke Freundschaftsbilanzspiele vom KSC. Also das kann auf einen sehr guten Start hinleiten zum Zweitligastart jetzt dann am Samstag für den KSC. Ja, und Nürnberg selber auch 3-0 zu Hause gewonnen gegen Juventus Turin. Ist schon ein Ausrufungszeichen, auch wenn Juve da, weiß ich zwar jetzt nicht, aber ich denke mal nicht mit der besten Mannschaft gespielt hat, war trotzdem ein Riesenerfolg für Nürnberg. Auch 4-2 gegen Blackburn Rovers gewonnen, 1-1 gespielt gegen 1860 München. Auch also eine sehr gute Freundschaftsspielbilanz von dem ersten FC Nürnberg. Ja, liebe Fußballfreunde, mein Tipp für den KSC zu Hause gegen 1. FC Nürnberg ist ein 2-1 Heimsieg für den KSC. Wie gesagt, schreib deine Tipps in die Kommentare. Dann kommen wir jetzt auch zu dem nächsten Spiel. Das nächste Spiel am Samstag. Hannover 96 zu Hause gegen den Aufsteiger Jahn Regensburg. Auch nochmal Gratulation für den Aufstieg nach Regensburg natürlich. Ja, der aktuelle Kaderwert von Hannover 96 beträgt 27,05 Millionen Euro. Damit liegt man auf Platz 5 in der zweiten Liga. Vielleicht ein gutes Oben, schon mal ein guter Anfang für Hannover, was vielleicht den Aufstieg oder Relegation nächstes Jahr angehen könnte. Mal gespannt. Ja, von Jahn Regensburg natürlich erstmal niedriger, 9,98 Millionen Euro. Damit liegt man auf Platz 17 in der zweiten Liga an Kaderwert. Spielt man eine gute Saison von Jahn Regensburg, wird auch dieser Kaderwert natürlich steigern. Ja, Hannover muss aber erstmal jetzt in der neuen Saison auf RMB verzichten. Er hat den Verein verlassen, Hannover. Man hat sich aber schon wieder verstärkt in Hannover, um auch diesen Abgang zu kompensieren zu können. Natürlich. Ja, und Jahn Regensburg letzte Saison Platz 3 in der dritten Liga. Regensburg war eigentlich immer erster, zweiter letztes Jahr in der dritten Liga. Ging ein bisschen die Kräfte verloren, aber dann doch noch per Platz 3. Ein harter Kampf trotzdem Dynamo Dresden. Ein Punkt nur weniger, aber jetzt dann schon verdient Jahn Regensburg in der zweiten Liga. Man hat sich auch verstärkt für die zweite Liga mit Kai Pröger. Er wird dem Team auf jeden Fall Stabilität und auch Halt geben für die zweite Liga. Ja, schauen wir uns mal die letzten 8 Partien beider Teams an, Hannover gegen Regensburg. 2 Siege für Hannover und 2 Siege für Regensburg sogar auch und 4-mal unentschieden. Ja, das letzte Spiel 2023 im Februar endete 1-1. Davor hat Hannover zu Hause 1-0 gewonnen. Also aber trotzdem immer, so wie man es hier auch dann sieht, immer knappe Spiele beider Teams gegeneinander. Ja, schauen wir uns auch mal die Testspiele beider Teams an. Ja, Hannover letztes Spiel 3-2 gegen Wolfsburg gewonnen, also schon mal ein Ausrufungszeichen. Oder auch 3-3 gegen Twente Enschede, auch schon nicht schlecht. 4-2 Osnabrück geschlagen, also die Testspiele von Hannover allesamt, muss man sagen, sehr erfolgreich. Damit geht Hannover schon mal sehr, sehr positiv in die zweite Liga, gerade zum ersten Spieltag hinein. Ja, und Jahn Regensburg auch 2-1 gegen Dynamo Dresden gewonnen, auch schon sehr gut. Okay, 1-0 Niederlage bei Linz. Man darf natürlich auch nicht vergessen, klar, die Vorbereitung kostet Kraft und Energie. 2-0 gewonnen gegen Stuttgarter Kickers, aber auch Jahn Regensburg geht schon eigentlich ganz gut
aus der Vorbereitung zum ersten Spieltag. Ja, liebe Fußballfreunde, mein Tipp für Hannover 96 zu Hause gegen Jan Regensburg ist aber dann schon, denke ich mal, eventuell ein 3:1-Sieg für Hannover 96. So, dann kommen wir jetzt auch gleich zum nächsten Spiel. Ja, Hertha BSC zu Hause gegen SC Paderborn. Ja, Hertha BSC hat aktuell den zweitwertvollsten Kader mit 54,75 Millionen Euro. Das heißt schon mal, und natürlich will Hertha auch jetzt auf jeden Fall angreifen, um in die erste Liga aufzusteigen. Der Kaderwert von Paderborn beträgt aktuell 21,55 Millionen Euro. Damit liegt Paderborn vom Kaderwert her auf Platz 9. Ja, letzte Saison Hertha BSC, ja, Platz 9 war schon enttäuschend für die Hertha, für Hauptstadtverein schon keine gute Saison gespielt, 48 Punkte, nur quasi, ja, zu Platz 3 sieht man dann auch hier 15 Punkte Rückstand. Das war schon keine so gute Saison von Hertha, aber das will man jetzt auf jeden Fall besser machen. Deswegen hat man sich auch, muss man sagen, sehr gut verstärkt in Berlin. Das schauen wir uns auch mal genauer an. Ja, Sessa Dehme natürlich vom Neapel ablösefrei geholt und Cuisance kennt man auch noch von Bayern München oder Olympique Marseille. Also schon drei sehr, sehr gute Spieler. Sessa, sehr, sehr talentiert gekommen aus Heidenheim. Jetzt muss man natürlich erstmal in Hertha auf Rehse verzichten, schon schwer verletzt, kommt dann Ende September wohl wieder, beziehungsweise Neuzugangssätze auch gleich verletzt, dauert auch ein bisschen, aber von den Verstärkungen her sehr, sehr gute Transfers von Hertha BSC auf jeden Fall. Ja, und der SC Paderborn selber, letzte Saison 7. Platz, eigentlich schon sehr gute Saison von Paderborn gespielt mit 52 Punkten. Da denke ich mal, wollen die Paderborner noch ein paar Pünktchen drauflegen, vielleicht um die Relegation mitspielen zu können, bin ich mal sehr gespannt. Man hat sich auch schon verstärkt, muss man sagen, wieder mit den Ex-Spieler, ehemaliger Paderborner, jetzt wieder Paderborner, Sven Michel und für die Innenverteidigung Felix Götze, der Bruder von Mario Götze. Also da hat Paderborn auch schon zwei sehr gute Verpflichtungen auf jeden Fall getan für die Zweitligasaison. Ja, schauen wir uns mal die letzten 10 Spiele beider Teams an. 7-mal konnte die Hertha gewinnen, 2-mal Paderborn und ein Unentschieden. Gerade jetzt im April ein 3:2 Auswärtssieg von Hertha in Paderborn. Also es wird schon ein spannendes Duell, gerade am ersten Spieltag in der zweiten Liga. Schauen wir uns aber auch hier mal die Testspiele an beider Teams. Ja, Hertha jetzt 1:1 gespielt gegen Cardiff City, davor 2:1 verloren gegen Huddersfield Town und 1:0 gewonnen gegen Nijmegen. Also durchwachsene Testspielserie. Bin ich mal gespannt, wie die Hertha am ersten wichtigen Spiel in der zweiten Liga dann in Form ist. Ja, Paderborn selber 3:3 unentschieden gegen Eindhoven gespielt, 5:0 gewonnen, Ausrufungszeichen, gegen Birmingham City. Also das war schon sehr gut. 0:0 gegen Dynamo Kiew, Entschuldigung, kann sich auch sehen lassen. Also auch die Paderborner mit einer guten, ja, Freundschaftsspielserie zum ersten Spieltag, bin ich mal gespannt. Ja, dann kommen wir zu meinem Tipp für Hertha gegen Paderborn. Ich tippe hier auf ein 1:0, knappes, aber 1:0 Heimsieg für Hertha BSC. Und wie gesagt, schreib deine Tipps in die Kommentare. Dann geht's auch gleich weiter zum nächsten Spiel. Der 1. FC Magdeburg zu Hause gegen SV Elversberg. Ja, Magdeburg hat aktuell einen Kaderwert von 17,05 Millionen Euro, liegt damit auf Platz 12 in der zweiten Liga. Schon mal ein Platz okay ist. Ja, und Elversberg auf Platz 14 mit 13,4 Millionen Euro. Ja, gehen wir mal weiter. Schauen wir uns mal an. Ja, Magdeburg letzte Saison. Ja, die Saison war schon ganz okay auf Platz 14 mit 38 Punkten, war 6 Punkte mehr als Wien Wiesbaden Relegation. Ja, da musste natürlich Magdeburg schauen, dass man da noch ein bisschen sicherer wird, mehr Punkte holt, dass man eventuell nicht immer so ein bisschen Angst haben müsste, um in den Abstiegskampf mit reinzukommen. Aber sonst schon eine ganz okaye Saison vom Magdeburg in der letzten Zweitligasaison. Ja, man hat sich dieses Jahr verstärkt mit Mathien Kars, sehr guter Stürmer, letzte Saison gespielt, 38 Spiele, 21 Tore und 2 Torvorlagen. Also da denke ich mal, wird Kars den Magdeburgern schon sehr, sehr viel helfen in der zweiten Liga, um vielleicht, wie gesagt, auch ein bisschen nach vorne schauen zu können, was den Tabellenplatz angeht. Ja, und Elversberg selber sieht man hier auch noch ganz gut oben mit dabei gewesen.
auf Platz 11 in der zweiten Liga, 43 Punkte. Man muss schon sagen, für Elversberg eine sehr, sehr starke letzte Zweitligasaison. Man will natürlich versuchen, den Platz eventuell nochmal zu holen und auch sich in der zweiten Liga zu etablieren. Ist natürlich für Elversberg jetzt schon ein riesengroßer Erfolg. Jetzt muss aber Elversberg auf Yannick Hochholz verzichten. Er ist jetzt zum Ligakonkurrenten Hannover 96 gewechselt. Aber ich denke mal, diesen Verlust wird Elversberg schon sehr gut mit anderen Spielern ersetzen können. Ja, schauen wir uns auch mal die Aufeinandertreffen beider Teams an. Da gab es natürlich jetzt erst zwei in der letzten Saison. Einmal 0-0 und einmal ein 2-1 Auswärtssieg von Elversberg in Magdeburg. Also Elversberg hat letzte Saison schon sehr, sehr gut gespielt. Ja, schauen wir uns auch mal hier die Testspiele beider Teams an. Ja, Magdeburg 4-2 verloren gegen Sampdoria Genua. Ist kein Untergang. 1-0 Sieg aber gegen Norwich City, schon wieder ein sehr gutes Ergebnis. 1-1 gegen Bochum, 1-1 gegen Zürich. Davor 4-0 gewonnen gegen Zürich. Also schon eine ganz, ganz gute Freundschaftsbilanz jetzt vor der zweiten Ligasaison. Also da kann Magdeburg schon ganz okay mit den Gedanken in den ersten Spieltag gegen Elversberg gehen. Elversberg selber 1-1 ist zum Schluss Viktoria Köln. Wie auch da gesagt, die Kräfte lassen dann schon ein bisschen nach. 3-1 bei Hoffenheim verloren, 4-1 gegen Olpen gewonnen, 3-0 beim ersten Spiel gegen Esperange gewonnen. Also Elversberg ist schon auch da wieder ganz okay bei der Sache. Da wird der erste Spieltag eh für alle Teams immer sehr schwer und da bin ich mal gespannt, wie beide Teams da beim ersten Spieltag am Samstag spielen werden. Mein Tipp für Magdeburg zu Hause gegen Elversberg ist daher ein 1-1 Unentschieden. Mal gespannt. So, dann kommen wir jetzt auch hier zum nächsten Spiel. Was haben wir dann? Dann haben wir jetzt Schalke 04 zu Hause gegen Eintracht Braunschweig am Samstag um 20.30 Uhr. Ja, der aktuelle Kaderwert von Schalke 04 sind 22,7 Millionen Euro. Im Moment auf Platz 8 vom Kaderwert in der zweiten Liga. Platz 15 für Braunschweig mit 12,18 Millionen Euro. Ja, die letzte Saison von Schalke war jetzt nicht so berauschend. Schalke 04 auf Platz 10. Letzte Saison gespielt, 43 Punkten, immer ein Hin und Her. Auch zu Hause nicht so ganz stark gewesen. Das will natürlich jetzt Schalke auf jeden Fall ändern. Und Schalke will auch versuchen, zumindest Richtung vierten, dritten Platz zu kommen. Daher hat man sich auf Schalke auch schon ganz gut verstärkt, muss man sagen. Einmal mit dem Rechtsaußen bzw. Stürmer Moussa Sylla, also ein sehr guter Stürmer. Da hat Schalke schon mal einen sehr guten Griff für die Offensive getan. Und Felipe Sanchez aus Argentinien, ein Talentspieler, 20 Jahre alt, aber man hält ihn für einen sehr, sehr interessanten Spieler für die Innenverteidigung. Ich denke mal, Sanchez wird auf kurzer Dauer auch Schalke schon in der Verteidigung helfen können. Ja, und Braunschweig selber, wie gesagt, auch letzte Saison 15. Tabellenplatz, war sehr knapp, immer hoch und runter. Daher kann man schon sagen, okay, Saison abhaken und die nächste Saison, also diese, besser zu sein vom Tabellenplatz. Ja, Braunschweig aber auch. Christian Conte geholt von Osnabrück rechts außen. Man weiß, mega schnell, einer der schnellsten Spieler in der zweiten Liga gewesen letzte Saison. Offensiv ganz okay, muss aber noch ein bisschen torgefährlicher werden, Conte. Ich denke mal aber, er wird Braunschweig auch schon in der Offensive weiterhelfen können. Ja, schauen wir uns auch mal hier die letzten 10 Spieltage an. Schalke gegen Braunschweig. Insgesamt 7 Siege von Schalke 04, 2 Siege von Braunschweig und insgesamt 2 Unentschieden. Das letzte Spiel konnte Schalke 1-0 zu Hause gewinnen. Davor hatte man aber auch 1-0 in Braunschweig verloren. Also auch so schon spannende und enge Ergebnisse. Ja, mein Tipp für Schalke 04 zu Hause gegen Eintracht Braunschweig ist ein 2-1-Sieg für Schalke 04. Und wie gesagt, schreib deine Ergebnisse in die Kommentare. Dann geht's auch jetzt weiter zum nächsten Spiel. Dann haben wir jetzt am Samstag, ja, Greuther Fürth zu Hause gegen Preußen Münster, den Aufsteiger. Auch nochmal Gratulation natürlich nach Preußen Münster. Ja, aktuell hat Greuther Fürth einen Kaderwert von 18,23 Millionen Euro. Damit liegt man in der zweiten Liga auf Tabellenplatz 11. Klar, Preußen Münster natürlich noch wenig im Moment. 9,25 Millionen Euro auf Platz 18. Aber das kann sich eventuell natürlich mit einer guten Zweitligasaison im Kaderwert natürlich auch bemerkbar machen.
Ja, Greuther Fürth, letzte Zweitligasaison, achter Platz abgeschlossen. Schon ein sehr gutes Ergebnis für Greuther Fürth, auch mit 50 Punkten. Rückstand zu Fortuna Düsseldorf, Relegation Platz 13. Bei vielen Trainern ist Greuther Fürth für die nächste Zweitligasaison so der Geheimfavorit, was den Aufstieg oder Relegation angeht. Ja, man muss natürlich aber jetzt dann verzichten auf Amino Sieb. Sehr erfolgreich letztes Jahr bei Greuther Fürth. 33 Spiele, 12 Tore, 3 Torvorlagen. Ich muss jetzt Greuther Fürth versuchen, erfolgreich zu ersetzen. Ich denke mal, das werden die Greuther Fürther schon schaffen in der laufenden Zweitligasaison. Ja, und Preußen Münster, wie gesagt, Tabellenplatz 2 in der dritten Liga, 67 Punkte. Damit hat man auf jeden Fall verdient, aufgestiegen zu sein und jetzt auch in der zweiten Liga zu spielen. Wird natürlich am Anfang schon schwerer, denke ich mal, aber in der zweiten Liga, in der laufenden Saison, kann sich Preußen Münster eventuell ein bisschen festbeißen, was auch dann den Klassenerhalt für die zweite Liga bedeuten könnte. Preußen Münster hat sich aber auch mit Jorrit Hendricks, defensives Mittelfeld aus der australischen Liga, schon verstärkt, um auch ein bisschen im Mittelfeld allgemein mehr, ja, sag ich mal, Erfahrung mit reinzubringen. Er hat unter anderem 239 Mal für PSV Eindhoven gespielt, also schon ein sehr erfahrener Mann, Hendricks. Und ich denke mal, er wird Preußen Münster in der zweiten Liga helfen und auch gut tun. Ja, die Freundschaftsspiele beider Teams auch hier. Greuther Fürth 2:2 zum Schluss gegen SC Freiburg gespielt. 3:1 gegen St. Pauli gewonnen. Also schon eine sehr gute Bilanz von den Freundschaftsspielen her von Greuther Fürth. Und Preußen Münster jetzt nicht ganz so ganz optimal, muss man ehrlich sagen. Aber das sind Freundschaftsspiele. Viel Energie und Kraft für die Vorbereitung. Ich denke mal, da wird Preußen Münster schon ein anderes Gesicht jetzt dann in der zweiten Liga zeigen. Ja, mein Tipp für Greuther Fürth zu Hause gegen Preußen Münster ist ein 2:1 Heimsieg für Greuther Fürth. Bin ich mal sehr gespannt, wie Münster so am ersten Spieltag auftreten wird. So, dann kommen wir jetzt auch gleich zum nächsten Spiel. Da haben wir ja Darmstadt 98 gegen Fortuna Düsseldorf. Aktuell hat Darmstadt einen Kaderwert von 25,60 Millionen Euro. Damit liegt der Kaderwert von Darmstadt auf Platz 7 in der zweiten Liga. Fortuna Düsseldorf natürlich schon ein bisschen mehr auf Platz 4 mit einem Kaderwert von 35,6 Millionen Euro. Ja, Darmstadt letzte Saison ja auf Tabellenplatz 18 mit nur 17 Punkten, muss man sagen, ist man zwar verdient abgestiegen, aber ich denke mal, Darmstadt hat da schon viel gelernt, auch die Spieler in der ersten Liga. Umso mehr, denke ich mal, wird man jetzt nochmal richtig Gas geben in der zweiten Liga, Darmstadt 98, da muss man mal schauen, klar. Darmstadt 98 hat natürlich mit Christoph Klare ein sehr wichtigen Innenverteidiger an Nottingham Forest, Birmingham, Schuling verloren, hat dann aber auch gleichzeitig Magica, der schon ausgeliehen war von VfB Stuttgart, jetzt gekauft. Also ein 1:1 Tausch, sage ich mal so, aber auf jeden Fall auch eine Verstärkung Magica für Darmstadt 98, gerade in der Verteidigung. Ja, Düsseldorf natürlich schon sehr bitter gewesen, gerade das zweite Relegationsspiel, das Hinspiel, Rückspiel, Entschuldigung, gegen Bochum, aber so ist Fußball halt eben. Jetzt will, denke ich mal, Düsseldorf auf jeden Fall noch mehr geben, um dann eventuell sogar direkt aufzusteigen, nächste Saison in die erste Liga. Klar muss Düsseldorf jetzt gucken erstmal, dass man die Abgänge von Zolis natürlich verarbeiten kann. Jetzt hört man auch, Engelhardt hat ein Angebot von Como aus Italien, wird wohl auch wechseln. Da muss jetzt Fortuna Düsseldorf auf dem Transfermarkt noch etwas machen. Gerade offensive Linksaußen Zolis zu ersetzen, der ja gerade in der letzten Saison sehr, sehr erfolgreich war mit Fortuna Düsseldorf. Also da hat man in Düsseldorf noch etwas zu tun. Aber ich denke mal, auch das werden die Düsseldorfer noch erledigen. Wie gesagt, das Transferfenster ist bis Ende August offen. Schauen wir uns auch mal hier die Testspiele beider Teams an. Ja, Darmstadt jetzt gewonnen, 2:0 gegen Coventry City. 2:1, okay, verloren gegen Saarbrücken, kann auch passieren. 5:1 sind aber auch wieder gewonnen, also auch schon eine sehr gute Freundschaftsspiele-Bilanz für Darmstadt 98. Ja, Fortuna Düsseldorf 2:1 jetzt zum Schluss dann gewonnen gegen Ipswich Town. 1:0 verloren gegen Kaiserslautern, muss man auch sagen. 1:0 verloren gegen Kickers Offenbach. Aber 5:2 gewonnen bei Galatasaray Istanbul, das muss man erstmal schaffen. Und da bin ich mal gespannt, wie die Düsseldorfer jetzt gerade am ersten Spieltag auftreten werden, auswärts bei Darmstadt 98. Schauen wir uns auch mal die letzten 10 Spiele beider Teams an. Da konnte Darmstadt 2 gewinnen, Düsseldorf
8 Siege. Das letzte Spiel war im April 2023. Das konnte Düsseldorf mit 1-0 gewinnen. Davor Darmstadt 1-0 zu Hause. Also schon sehr ausgeglichene Spiele. Ja, mein Tipp für Darmstadt 98 zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf ist ein 1-0 Auswärtssieg für Fortuna Düsseldorf. Dann gehen wir jetzt auch gleich weiter zum nächsten Spiel. Dann kommen wir zum letzten Spiel am ersten Spieltag der neuen zweiten Bundesliga-Saison 24-25. Ja, der Aufsteiger SSV Ulm zu Hause gegen ersten FC Kaiserslautern. Auch hier Gratulation nochmal an den SSV Ulm. Super Aufstieg. So, ja, aktuell hat der Kaderwert von Ulm 10,4 Millionen Euro. Damit liegt Ulm auf Platz 16 in der zweiten Liga. Schon mal ein ganz guter Anfang. Ja, Kaiserslautern aktuell auf Platz 10 mit ihrem Kaderwert von 20,45 Millionen Euro. Ja, der SSV Ulm letzte Saison in der dritten Liga Erster geworden mit 77 Punkten. Ganz souverän und auch so mega alt verdient, in die zweite Liga aufzusteigen. Allerdings muss man jetzt verzichten auf Leo Sinenza. Er wechselt nach Heidenheim sehr erfolgreich. 34 Spiele, 12 Tore, 15 Torvorlagen. Also den muss man erstmal ersetzen in der zweiten Liga. Aber ich denke mal, das machen die Ulmer schon mit Planung und auch vernünftig mit neuen Transfers. Ja, der erste FC Kaiserslautern, gerade letzte Saison in der Rückrunde sehr stark gespielt in der zweiten Liga, dann auf Platz 13 gelandet mit 39 Punkten. Das war schon eine starke Rückrunde der Lauterer und deswegen auch hochverdient natürlich, die Saison jetzt in der zweiten Liga auch wieder spielen zu können. Man hat sich auch verstärkt mit dem Stürmer Yannick Mause, hat man aus Ingolstadt geholt, war sehr erfolgreich auch letztes Jahr Ingolstadt. Der wird Kaiserslautern in der Offensive schon sehr, sehr weiterhelfen. Gehe ich mal stark von aus. Ja, die Freundschaftsspiele auch hier beider Teams. Ulm jetzt 2-2 gegen die Stuttgarter 2 gespielt. 1-1 gegen Ingolstadt. 3-1 gewonnen gegen Unterhaching. Also ganz gute Ergebnisse in den Testspielen jetzt zum Start der zweiten Liga. Ja, und Kaiserslautern 2-0 jetzt zum Schluss gewonnen gegen 1860. Sehr gutes Ergebnis. 1-0 gegen Holstein Kiel gewonnen. 3-1 gegen Kickers Offenbach. Also eine Top-Bilanz bei den Testspielen vom 1. FC Kaiserslautern. Bin ich mal gespannt, wie sie am ersten Spieltag in der zweiten neuen Liga jetzt auftreten werden, dann auch jetzt noch beim SSV Ulm. Bin ich mal sehr gespannt. Ja, es gab insgesamt 3 Spiele. Ein Spiel haben die Ulmer gewonnen, 2 Spiele Kaiserslautern. Das letzte im Jahr 2000, also schon lange, lange her. 6-2 für Kaiserslautern. Also diese Bilanz kann man da jetzt nicht so wirklich mit hineinbeziehen. Ich wollte es halt nun mal euch zeigen. Ja, mein Tipp für Ulm zu Hause gegen Kaiserslautern ist ein 1-0 Auswärtssieg für den ersten FC Kaiserslautern. Bin ich mal gespannt. Ja, liebe Fußballfreunde, das war meine Prognose, meine Vorschau und meine Tipps für den ersten Spieltag der neuen Zweitligasaison 2024-25. So würde jetzt die erste Tabelle am ersten Spieltag nach meinen Tipps aussehen. Heißt natürlich noch gar nichts, sind noch einige Spieltage vor uns. Ja, was sind deine Tipps? Schreib deine Tipps für den ersten Spieltag der zweiten Liga in die Kommentare. Hat es dir Spaß gemacht, dann danke ich dir für ein Like und für ein Abo für Fußball for Fans. Bleib mir treu, jeden Spieltag auf meinem Kanal. Also dann, viel Spaß noch, wir sehen uns. Tschüss.